Willkommen zurück, Dominators, Domination Tipps. Ich begrüße euch zum frühen Morgenangriff. Und zwar haben wir momentan das Problem mit unseren Weltkriegen, dass. Oh, jetzt habe ich aufs Falsche drauf gedrückt. Das Problem mit unseren Weltkriegen, dass wir teilweise keine Gegner finden und dann 6, 7, 8 Stunden lang suchen müssen, obwohl wir auch eigentlich gern direkt Krieg führen würden. Unser jetziger Krieg hat um 5 Uhr morgens irgendwann gestartet oder 3:30, 4 irgendwie so, also sehr früh, mitten in der Nacht. Das ist unpassend. Sehr, sehr unpassend, wenn man das Ende noch beeinflussen möchte. Wir schätzen die Gegner jetzt nicht sonderlich stark ein, daher dürfte das nicht ganz so eine große Rolle spielen. Aber in der Regel ist das halt sehr, sehr unpassend. Darum sollte man sich überlegen, ob man dann tatsächlich eine Suche 11 Uhr abends abbricht, bevor man ins Bett geht und die nicht über die Nacht laufen lässt. Oder ob man die wirklich die ganze Nacht durchlaufen lässt und in Kauf nimmt, dass der Krieg irgendwann 3 Uhr nachts endet und man beim Ende des Krieges dann wohl nicht dabei sein kann, um eventuell noch Sterne auszugleichen. Dann muss man halt vorher vorsorgen und vielleicht schon alle Sterne voll machen. Wir schauen uns mal meinen Gegner an. Ich habe keine Offensivkoalition an, mein Gegner hat aber eine Defensivkoalition an. Also es könnte durchaus, glaube ich, eine Herausforderung werden. Da sind wir. Ich würde meinen Gegner Industriezeitalter Maximum nennen. Ich sehe hier keine signifikanten Gebäude, hier vielleicht eine Garnison, aber die ist scheißegal, die er nicht gemaxt hat. Also definitiv nicht schlecht. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt, wie ich hier reingehen könnte, aber das war mir dann letzten Endes alles ein bisschen zu konfus. Und darum werde ich wohl von hier unten starten, werde dann einmal hier vorne sabotieren und wenn die Truppen weiter zum Stadtzentrum kommen, im nachherigen Verlauf eventuell noch hier oder auch hier sabotieren. Das muss ich gucken, wie sich das entwickelt und dann halt einmal hier rein versammeln. Ja, soweit zu meinem Plan. Ich hoffe, hier vorne liegen jetzt nicht übertrieben viele Fallen, weil das ist natürlich so ein riesiger Freiraum. Aber man kann halt schwer einsehen, wo die Fallen liegen. Ich würde aber auch tendenziell eher mehr Fallen im Inneren vermuten. Also man kann ja ganz viele verschiedene Ansätze an dieser Basis wählen. Ich möchte halt möglichst schnell die Mörser ausschalten. Und dann schauen wir mal, wie ich mich mache. Ich denke mal, ich werde meine Flugzeuge direkt einsetzen, um den Scharfschützenturm wegzubekommen. Ja. So. Also, es hat ja schon mal gezeigt, dass wenn ich Gegner unterschätze oder wenn man Gegner unterschätzt, dass das oft in die Hose geht. Darum werde ich den jetzt bewusst nicht unterschätzen. Ich versuche alles zu geben. Und Doppelcheck, ich bin mir manchmal unsicher. Ja, wir nehmen die 2 und rein da. So. Ach, komm schon. Will nicht. Nein! Ah, jetzt habe ich meine Nahkämpfer gesetzt. Das war natürlich trottelig. Wow! Manchmal habe ich richtigen Wurstfingeralarm. Jetzt mal schauen. Also abgesehen davon, dass ich eine absolute Katastrophe da gebaut habe. Mit den Nahkämpfern, die ich sofort gedroppt habe. Geht der Rest jetzt, glaube ich. Das ist schon okay. Oh Mann. Direkt die Nahkämpfer rausgehauen. Ich dachte noch so, Alter, da läuft doch jetzt gerade irgendwas schief. Ach, ich glaube, ich habe das Panzerdepot. Nein, jetzt habe ich das Panzerdepot nicht mit erwischt. Das war Holz. Ja, wir dürften aber durch sein. Mann, ich ärgere mich jetzt so über mich selbst, dass ich da meine Panzer verschwendet habe. Mach doch bitte mal die Redoute weg. Ihr steht jetzt alle in der Redoute da hinten. Die Flammenwerfer sind jetzt auch alle tot. Die haben mir jetzt ausgedient. So, letztes Panzerdepot geht. Der Bunker ist auch weg. Hier vorne ist noch... Oh, ein schwerer Panzer. So, jetzt muss ich mal schnell schauen. Von hier hinten setze ich, glaube ich, meinen nächsten General. Mann, jetzt würden die Flammenwerfer so gut helfen. Und genau darum hatte ich die auch dabei. Bin ich ein Trottel. Gut, wir sind aber auf jeden Fall durch, Leute. Also selbst die Verteidigungskoalition konnten da nicht sonderlich viel hinzusetzen.
Es muss aber letzten Endes, muss ich sagen, es war gut, dass ich den Gegner so schwer eingeschätzt habe. Den habe ich ihn dann, dadurch habe ich ihn jetzt definitiv nicht unterschätzt. Mach mal einen Speed Rally hier hinten hin. Ja. Und damit wären wir auch wieder durch. Ich habe all meine Artilleries behalten. Gib mir kurz selbst Applaus. Oh, da war auch viel Beute drin. Ich glaube, der hat viel in seinen Kommandoposten. Ah, ich liebe das Geräusch von Sternen am Morgen. Wir haben aber irgendwo noch andere Angriffe gerade gehört, glaube ich. Die feindliche 7 hat auf Peter angegriffen. Was machen die denn? Ey, krass, der hat hier zwei Offensivkoalitionen an. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Wo ist denn die feindliche 7? Das ist ja mal ein heftiges Ding. Hallo? Hallo? Da ist die 7. Industriezeitalter mit Taktik und, oh krass, mit zwei Koalitionen an, hat einen Stern geholt. Das sind 51%, Leute, das müsst ihr euch mal nee, das war falsch rum. Das ist, was Peter angegriffen hat. Wo ist das denn? Da, 56%, das bedeutet, führt euch das mal vor Augen, er hat das Stadtzentrum, er hat weder einen schnellen Sieg geschafft, noch das Stadtzentrum, der hat hier gerade so einen Stern geschafft. Und zwar bei einer schwachen Verteidigerkoalition. Der hat hier 50% gerade so geschafft. 7% weniger und er hätte nicht mal einen Stern geholt. Das ist echt bitter, da muss irgendwas ganz definitiv schiefgelaufen sein. Ich halte euch auf jeden Fall über den Weltkrieg jetzt auf dem Laufenden. Ich werde ab jetzt wieder zu Hause sein, bei meiner Familie. Das bedeutet, ich habe da nur begrenzte Upload-Geschwindigkeit. Heißt, über die nächsten Tage, denke ich, werden keine Let's Farm-Videos folgen, weil die so riesengroß sind aufgrund der Länge der Videos. Ich muss mal schauen, was ich da für Content hochlade. Ich bin am 2.1. wieder an der Uni. So viel nur, damit ihr Bescheid wisst. Kleinere Sachen werde ich auf jeden Fall machen können. Meine Weltkriegsangriffe werdet ihr sehen. Vielleicht auch mal ein kleines Video zwischendurch, wenn ich die 400 Abonnenten demnächst schaffe. Euch kann ich nur bitten, bleibt dran, Leute. Sagt euren Allianzmitgliedern, euren Freunden bei Dominations, verteilt die Informationen einfach, dass möglichst viele den Kanal schauen, weil ich bin immer froh, wenn ich irgendwo Rückmeldungen bekomme. Und in letzter Zeit habe ich sehr viele von euch oder auch sehr viele neue, die mir wirklich kontinuierlich Rückmeldung geben und das ist einfach so hilfreich für meinen Kanal, weil ich dann ganz genau weiß, was ich verbessern kann. So, genug davon. Wir schauen mal noch einmal in den Chat an. Dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!